Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Farm am Samstag. So, wir machen hier mal wieder unsere ganz normale Routine. So, warum will er da hinten Handschuhe haben? Interesting. So, wir stellen mehr Verbandszeug her. Mir wurde schon gesagt, ich muss mich darauf einstellen, dass es demnächst sehr, sehr teuer wird. Muss ich mal gucken, wie ich das alles gestemmt bekomme und ob ich das alles gestemmt bekomme. So, hier unser Glückspferdchen hat natürlich auch noch wieder Geld und Erfahrungspunkte für uns. Das ist schon wirklich cool, das Pferd. So, wir haben keine Reithandschuhe mehr. Müssen wir da erstmal neue herstellen. So. Und einen neuen Drink und ein neues Eis. Gut, was? Wie? Ginny will verpflegt werden. Oh. Ich wollte eigentlich heute mit Ginny und mit dem kleinen Kerl hier, der heute Geburtstag hat. Wollte ich eigentlich ganz gerne. Warte mal, ich muss ja hier erstmal noch den Stall vergrößern. Hahaha. Mit dem wollte ich heute eigentlich ganz gerne ja mit dem wollte ich heute eigentlich züchten. Aber gut, ja, er muss jetzt sowieso erstmal schlafen und Ginny muss jetzt erstmal wieder auf die Hufe kommen. So. Happy. Happy möchte geritten werden. Und wer soll geknuddelt werden? Flora soll geknuddelt werden. Supi. Handschuhe haben wir gerade keine. Ja, 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 wir sind ja schon dabei, die herzustellen. So, dann kümmern wir uns hier erstmal um die Gießkannen. Es ist jetzt etwas schwierig. Ich war gefragt worden, ob ich das nicht vielleicht so machen könnte. Da anscheinend auf der Freundschaftsliste nur 9 Plätze frei sind. Ob ich immer mal wieder Freunde lösche und immer wieder das leere und dann anderen Leuten die Chance gebe, draufzukommen. Normalerweise mache ich das ungerne. Ich mache das ja auch bei Star Stable nicht, dass ich Leute lösche, weil ich das immer ein bisschen unfair finde. Nun ist es hier natürlich wirklich ein bisschen doof, dass die Freundesliste halt wirklich nur 9 Leute fasst. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz genau, wie ich das machen soll. Ich werde das jetzt dieses Wochenende auf jeden Fall noch nicht angehen. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich gucke auch mal, ob ich vielleicht irgendwie was rausfinden kann, ob eine Erweiterung der Freundesliste für die Zukunft geplant ist. Weil das fände ich tatsächlich eigentlich recht sinnig. Ich meine, selbst wenn man kein YouTuber ist und sich mit vielen Leuten vernetzen möchte in so einer App, auf 9 Leute kommt man auch im realen Freundeskreis relativ schnell, denke ich. Von daher wäre das wahrscheinlich ganz gut, wenn das mal noch erweitert werden würde. So, apropos erweitern, wie teuer ist das denn? Nun können wir es sowieso noch nicht machen. Beziehungsweise schon, aber für viele Rubine. So, hier ist gleich unser Mampf fertig. Ab Level 15 konnten wir das machen, ne? Ja. Ja, Level 14 dürften wir dieses Wochenende schaffen. Alles andere wird, denke ich, eher schwierig werden. Rein theoretisch, wenn sie jetzt da oben... Wie lang dauert denn das Training? Also das hier oben, das dauert jetzt noch 5,5 Minuten. Ach nee, jetzt ist er auch krank. Oh. Hätte ich ihn eben mal noch ins Training reingesteckt. Die sind wieder alle krank. Das gibt's doch nicht. Eine Genesungsslot, ja. Ich baue mal an. Damit wir 2 Pferde auf einmal hier irgendwie gesund bekommen können. Ansonsten ist das ja doch mal recht lang, wenn das halt 5,5 Minuten besetzt ist da oben. Ich habe schon gehört, dass das in Zukunft auch noch deutlich länger dauern wird. Ach nee, guck mal, es ist ja sogar noch länger. Hier. Bei 11 Minuten fängt das an. Ginny ist jetzt noch knapp 8 Minuten krank geschrieben, in Anführungsstrichen. Ja Mensch, das dauert dann ja noch. Dann würde ich jetzt fast schon mal wieder zum Besuchen übergehen. Jetzt dauert das natürlich, jetzt dauert das alles mittlerweile recht lange, was wir hier machen können, müssen. Ich würde gerne mal noch so ein bisschen das Ganze hier verschönern. Das ist ein Zauntor. Das würde da eigentlich ganz gut hinpassen. Obwohl, es ist eigentlich Quatsch, wenn ich das so... Ja gut, es ist ja sowieso... Schade, dass man nicht die Pferde auch einfach so hier irgendwo hinstellen kann. Dann könnte ich hier einfach so eine kleine Weide bauen. Wobei ich auch so hier eine kleine Weide bauen könnte.
Rein kann ich nicht, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das sieht dann ein bisschen merkwürdig aus. Sei denn, ich mach's dann so. Wie teuer war die 260? Eigentlich blöd, so wie ich es angeordnet habe. Hm. Naja, kann ich die Sachen auch irgendwie wieder eine Art Inventar tun? Und dann vielleicht ganz wann anders wieder aufstellen, wenn ich denn lustig bin. So, da will jemand abreisen und da ist jemand hungrig. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch wieder jemanden unterbringen. Nee, stopp. So. Huch. Was habe ich denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Bei Nox übrigens zoome ich raus, indem ich die Steuerung-Taste gedrückt halte und dann das Mausrad drehe. So, jetzt war er hungrig. Gut, dann kann sie doch jetzt den Kleinen direkt mal knuddeln hier. Ah, jetzt wird er mal durchgeknuddelt. Der kleine Quickstar. Und ja, tatsächlich, es hat letzte Woche jemand geschrieben, hey, wenn ich mich richtig erinnere, hieß doch ein Pferd von Meredith Michaels, wer, warum so? Und ja, daher kenne ich den Namen auch. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von ihr. Gut, Futter. Gut, gut. Und da möchte noch jemand reiten. Auf Flora. So. Guck mal, jetzt hatten wir schon wieder doch einige Aufgaben, dass wir hier weitermachen konnten. Aber ich besuche euch jetzt gleich trotzdem. Gut. Ach nee, ich wollte doch hier erstmal noch gucken, ob ich die Sachen hier auch irgendwie wieder nur verkaufen kann ich sie. Das ist natürlich jetzt auch doof. Aber mir gefällt das da nicht so recht, wie das da ist. Ich hätte hier gerne noch eine Hecke. Sieht auch komisch aus. Grrr. Die kommt jetzt dahin. Nein, 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 die will ich nicht verkaufen. Das platzieren wir jetzt hier mal so. So, jetzt sieht das auch schon ein bisschen besser aus. Gut, ich gucke wieder nicht hin. Wen besuchen wir heute? Ah, wem kommen wir raus? Bei Shamini kommen wir raus. Ich glaube, bei dir waren wir auch letzte Woche nicht. Von daher passt das. So, wir können uns hier um die Blümchen kümmern. Ach, du hast auch gespielt. Noch relativ frisch. Wir werden gerade deine Pferde noch betüdelt. Oh, hier der Schecke ist hübsch. Ah, oh, sehr, sehr schön. Wo können wir noch helfen? Hm. Ich habe doch noch nicht überall geholfen, oder? Oh. Okay, komisch. Wo kommen wir jetzt raus? Beim Aussie 1577. Wow, das hier oben sieht aber cool aus. Was hast du denn da gebaut? Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Wow, Mausi. Mausi ist Level 19, das sieht ja schon richtig krass aus. Wow, auch das hier unten. Total schön hier eingefasst mit dem Weg. Oh, das gefällt mir unheimlich gut. Total schön. Mir gefällt auch hier die Farbwahl sehr gut. Ach, guck, hier haben wir eine Reithalle. Ha, da kann man durch das Fenster in der Decke durchgucken. Das ist ja auch nice. Ja, also ich muss schon sagen, das Spiel ist schon wirklich sehr, sehr putzig gemacht. Es ist schon wirklich sehr, sehr putzig gemacht. So, und wir stellen direkt noch mehr davon her. Da möchte jemand fressen. Happy konnten wir versorgen. Wie lange dauert es noch bei Ginny, bis sie ready ist? 2 Minütchen noch. Dann können wir ja vielleicht doch heute noch züchten. Würde ich ganz gerne. Dann gedulden wir uns noch ein bisschen. Ich habe nur die
die Hoffnung, dass er bis dato nicht Quickstar wieder platt ist und irgendwas ist, was wir nicht instant beheben könnten. Das ist natürlich auch doof. So, sie möchte Happy reiten, das können wir einrichten. Und hier müssten wir beides nochmal herstellen. Bleib schön gesund, Quickstar. Ich traue dem Braten nicht so recht. Wie lange dauert das jetzt? Wie teuer ist das jetzt, wenn wir es beschleunigen? Oh, aber 16 Rubine. Ja, ich bin geizig. Ich bin geizig und ich hoffe, ich werde es gleich nicht bereuen, dass ich es nicht doch gemacht habe. Puh. Verbandszeug. Gut. Oh, ist das teuer? Nee, sorry, das erweitere ich jetzt nicht. Jetzt haben wir schon wieder das ganze Verbandszeug verbraucht. Das ist ja Wahnsinn, was wir hier... Also unsere Pferde verletzen sie schon ziemlich häufig. So, Ginny, wie sieht's aus? Oh, 40 Sekunden noch. Da kann noch viel passieren. Da kann noch viel passieren mit Quickstar. Oh, wir haben hier nochmal was abgeschlossen. Ach cool, guckt euch das mal an. 2260 Erfahrungspunkte und 860 Geld. Dafür, dass wir ein Holzfass... Ein Holzfass besitzen, zwei Holzbänke und 1500 Erfahrungspunkte gesammelt haben. Na, das ist ja mal richtig krass hier. Das müssen wir jetzt erreichen, Spieler Level 11. Erwirtschaftet 2000 Geld und 8 Check-ins. Und wir haben Level 14 erreicht. Cool. 20 Rubine gibt's extra und 10.200 Geld. Das ist natürlich nice. Moderne Mülleimer, rosa Blumen. Oh, die sind hübsch. Und rosa und Flieder jetzt die ganzen Bauteile. Wow, krass. Die Dachfarbe ist schon ziemlich krass. Haben wir sonst noch irgendwas? Das sind alles die ganzen Fenster. Ah, guck, die Zäune haben wir jetzt bekommen. Ach, schön, weil die finde ich nämlich so toll. Die Zäune finde ich grandios. Ja, supi. Ach, nee. Habe ich es nicht gesagt? Hätte ich es mal beschleunigt, dann hätte ich nur ein bisschen was bezahlen. Jetzt muss ich hier für ihn 51. Ich will jetzt aber heute unbedingt noch züchten. Super. Ich wusste es, dass ich das bereuen werde. So. 794 Geld. Ein Hannoveraner könnten wir bekommen. So ein Hannoveraner oder ein Knappstrupper. Okay, das sind jetzt alles keine super neuen Möglichkeiten des Aussehens. Lassen wir uns überraschen, was es wird. Es wird das Bronzene. Der Hannoveraner. Das schlechteste Pferd, aber macht nichts. Können wir ihn auch direkt verkaufen? Ja, 640. Das klingt jetzt böse, ne? Weil wir haben jetzt auch im Endeffekt Verlust gemacht. Aber... Komm, dann versuchen wir es vielleicht nochmal mit Happy. Ja, komm. 1650. Hanno, weißer Hanno. Okay, der goldene wäre jetzt die Variante mit einer kurzen Mähne. Es ist der weiße Hannoveraner mit langer Mähne geworden. Ach Gott, der ist ja süß. Der Olli ist es. Nee, den nennen wir anders. Den nennen wir Silverado. Nach dem Film und der Filmserie Alinas Traum. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Das Pferd sah zwar komplett anders aus, aber ich finde, dass der Name Silverado einfach bei einem Pferd dieser Farbe sehr, sehr gut passt. Von daher machen wir da, glaube ich, nicht allzu viel mit falsch. Ja, ne? Quickstar, wollen wir dich mal trainieren vielleicht? Wir könnten auch Happy trainieren. Können wir hier mehrere Pferde gerade gleichzeitig trainieren oder geht das gerade nicht? Nein, ich möchte Quickstar trainieren. Er soll Level 2 erreichen. Und? Geht gerade noch eins? Nee, 140 Rubine müsste ich dafür nochmal ausgeben. Das möchte ich gerade nicht.
So. Echt, ich bin hier die ganze Zeit nur am Herstellen. Krass. Nee, weil dann würde ich nämlich sagen, dass ich mich für heute erstmal wieder von euch verabschiede. Ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich bin mal gespannt, was ihr mir schreibt zu dem Freundeslisten-Thema. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, hören und sehen wir uns morgen wieder. Also dann, macht's gut. Tschüss.